Viparita Karanasana ist die Sammelbezeichnung für Umkehrstellungen oder auch die Bezeichnung für eine sanfte Variation der Umkehrhaltung. Viparita heißt umgekehrt, Karana heißt verursachend. Viparita Karanasana oder auch Viparita Karanyasana sind also Umkehrstellungen. Zu den Umkehrstellungen im Yoga gehören Handstand, Kopfstand, Skorpion, Schulterstand im engeren Sinne dazu. Und dann gibt es die teilweisen Umkehrstellungen, wo nur ein Teil umgestellt ist, wie zum Beispiel auf dem Rücken liegend die Beine heben, dort sind die Beine höher als das Herz, oder auch der Hund, dort ist der Bauch höher als das Herz. Und auch der Pflug ist teilweise Umkehrstellung, das Bauch höher als Herz, Herz höher als Kopf, aber die Füße dagegen sind wieder niedriger als das Herz. Also in einem weiteren Sinn, Viparita Karanasana ist die Bezeichnung für alle Umkehrstellungen. Manche Autoren allerdings nennen den Viparita Karanasana einfach den Schulterstand mit stark gestütztem Rücken. Auch hier gibt es zwei Varianten. Das eine wäre, du nimmst ein Kissen und gibst das Kissen unter das Kreuzbein und hebst dann die Beine hoch. Manchmal wird das auch als Viparita Karanimudra bezeichnet. Man kann auch die Arme heben. Oder manchmal wird gesagt, wenn du hier das Becken hebst und stark den Rücken unterstützt, das ist dann auch Viparita Karanasana als einfache Variation des Schulterstands. Auf unseren Internetseiten findest du alle die erwähnten Umkehrstellungen mit Videoanleitung yoga-vidya.de.